sind wir zurück immer. Oh. Und dieser Regen, dieser Sturm. Ja, ich bin Meteorologe und möchte jetzt mit meinem Kumpel, der jetzt hier, denke ich mal, bald eintrifft, wissen die Ursache anschauen. Was denn hier so los war, wieso hier einen Rolling Stone steht da hinten. Also. Aha. Oh! Oh, ich bin ganz schön. Ich bin auch. Hallo, Pop-Kamerad. Ja, ich bin. Und wie geht's? Ich bin aufgestanden erst. Ja. Sorry hier, ne? Schau, dass du überlebst, das weil Auto? Ja, Meteoriten kommen vom Himmel. Hm? Ist das dein Auto oder? Ne, den habe ich rausgekickt. Lass mal den wegfahren kurz. Der steht im Weg. So, ja, die Arbeit eines Meteorologen ist es, unter dem Meteorit zu bleiben. Und dafür müssen wir uns ein bisschen, ja, ausgiebig, ja, umsehen. Und dafür müssen wir an einem bestimmten Ort, wo es ganz viele Bällchen kommen, also Fußbällchen kommen, ja. Weißt du wo? Oh, guck mal da hinten, der ist ein Riesenstein. Ja, genau, das ist der Rolling Stone. Der ist nicht immer sichtbar. Also wir müssen jetzt Richtung Mine gehen, weil bei der Mine, ja, da gibt sind es sicher, recht, ne? Viele Bällchen. Wie war das? Da sind wir sicher, oder? Oder wie war das nochmal? Ja, nein, da sind wir nicht unsicher, aber in der Mine sind wir sicher. So, ja, okay, aber ich sehe nichts wegen dem Reifen, deshalb darf ich jetzt nicht so gut fahren. Das möchte ich jetzt nicht so gut. Warte auf mich, ich bin da. Ja, so schläfrig. Schlafen, ja. Kann ja los, Alter. Ja. Zum Glück jetzt gerade kein Bällchen, kein Fleischbällchen zum Himmelfahren. Ja, aber die Wettervorhersagen haben gesagt, dass der erst so um 20 Uhr kommen sollte, Schauer, ne? Okay. Oh, Mann, diese Gegend. Oder ich glaube, du hast das gesagt, weil du bist ja der Meteorologe, oder? Ja, klar. Ja, mein Pilz ist nicht da, deshalb bin ich gerade uninformiert. Also, das ist schlecht. Ja. Ja. Ja, klar. Ist ja rutschig. Ja, du am Pferd, ey. Alles rutschig, ey. Ja. Das ist ja schon Gewitter, glaube ich. Also ich glaube, ja. Weißt du noch, wo genau die Mine ist? Ich glaube, wir waren ja weiter, besser, aber guck mal. Ganz links, glaube ich. Links, gleich, oder? Links, ich weiß, wo die ist. Okay, dann folge ich dir. Boah! Oh, die sind rutschig. Oh! Guter Sprung. Hast du es gesehen? Ich bin gedriftet. Wo? Ich bin gerade über die Straße, also. Ja. Wo bist du denn? Also über die Straße gekommen. Ja, unten durch. Ich wollte ja, unten durch. Ich konnte ja nicht um die Kurve das Auto. Ja, aber du musst. So, jetzt muss ich hier einen Weg irgendwo. Ich hab mich verirrt. Ah ja, klar bist du, ich seh. Raus bist du. Bist jetzt irgendwo rechts, glaube ich. Hier hin, glaube ich. Und? Okay. Jetzt hier rechts. Boah! Oh. Ja. Ein schönes, spannendes Hobby, wenn kein Meteorit vom Himmel fällt. Drago, du musst mitnehmen. Mein Auto ist runtergefallen. Oh, guck mal, mein Auto da unten. Das ist wirklich ein Papp. Pappschrott. Aha. Ich stopp mal bei dir ein. Okay, jetzt musst du genau. Jetzt hier. Ich glaub mal, oder? Ne? Na, ah, hier, oder? Okay. Ja, ja, hier ist es. So, es könnte bald passieren, dass etwas runterkommt. Sollen wir unser Auto nicht noch ein bisschen irgendwo schützen? Okay.
Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Schon 21 Uhr? 21.12 Uhr, ja. Ich glaube, da ist es arg. Oh, Achtung! Ah. Scheiße! Ah. Raus! 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 Ah. Scheiße! Nein, raus, raus! 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 Oh. Nein, Auto! Oh. Nein, Auto! Nein! Achtung! Oh! Überall mit dir, mach die Scheiße auf! Schau, er ist aufgehalten worden! Mach's auf! Auf den Kack! Wir müssen da rein! Ja! Eine Haftbombe! Ja! Nice! Das ist, auf, rein, das, ist rein, das wichtigste Werkzeug eines Meteorologen, C4. Ja, das ist echt das. Ey, lass mal draußen gucken. Ey, da ist das Eskalation draußen. Der Weltuntergang. Schade, dass sie nur aus Pappe sind, aber wenn sie echt wären, dann würde wahrscheinlich hier so extremes. Ja. Sauwetter sein. Noch mehr Wetten und Wette. Wirbelstürme. Rauch. Sag mal, wann hört denn da nicht auf? Oh, heftig. Und hast du heute schon Fleischbällchen gegessen? Fleischbällchen? Weil du jetzt heute nicht Fleischbällchen gegessen hast, kommen halt jetzt Fleischbällchen vom Himmel. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Immer schön aufessen und das essen, was auf den Tisch gehört, und nicht immer Fastfood, gell? Ich habe aber schon Fastfood gegessen. Ja, dann, ja, was hast du davon? Es ist leider Weltuntergang. Können wir nichts machen. Also gibt's kein Fleisch mehr? Ja, keine Fleischbällchen mehr. Es gibt nur noch Papp. Pappkarton in Meteoritenform. Und XXL. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert hier drin noch etwas. Nicht aufteilen. Ich schieße meine Leuchtrakete. Hier regnet's. Wo muss jetzt der Roboter? Ne, das waren glaube ich Steine. Oh, ey, hörst du das Gewitter? Ein bisschen, ja. Da war ein Donner. Da ist was! Da war grad was! Schieß doch mal eine! Da ist ein Gang! Da ist noch ein Gang! Okay. Vielleicht finden wir den Mega Meteoriten. Ich dachte gerade, da stand einer, ne? Da sagt das schon. Was ist hier? Da ist nichts. Ja, schade. Wir müssen zurück. Vielleicht hätte ja irgendwas hier drin sein können, wenn dein Gebiet, wenn ein Meteorit. Vielleicht der magische Meteorit. Des Untergangs. Da ist auch nichts mehr, ist auch Sackgasse. Wir müssen die andere Absage nehmen. Nichts mehr hier. Ey, lass mal rausgehen, oder? Ich glaube, im Haus sind wir echt am sichersten, oder? Ja, aber hier gibt's keine Häuser und unser Haus ist sehr weit weg. Unsere zwei Häuser. Ich guck mal online, ob es da vielleicht ein Haus gibt. Da kaufen wir uns eins. Ist da vielleicht eine Bruchbude? Ne, in der Stadt können wir die nicht mehr. Hier oben, was ist das hier? So eine Bruchbude. Immobilie werben. Ja, sowas. Es ist innen beim Bunker. Ich habe jetzt ein Haus gekauft. Komm, wir müssen zum Haus. Mhm. Ich habe auch Hunger gerade. Ich habe echt Kohldampf. Jetzt Fleischbällchen kann man nicht so gut essen. Ja, das war nicht. Ich habe echt. Also, ja. War noch echt wenig, muss ich sagen. Ja, zu wenig. Ich habe auch Klöße gegessen. Hä? Digga, wer hat die Wand zugemacht? Wer hat das. Nein, sag nicht. Ich habe keinen TNT mehr. Nein. Was machen wir jetzt? Warte mal, gucken, habe ich noch TNT? Ich habe noch Rohrbombe. Sie hat eine Granate. Oh, okay. Reicht geh weg aus, da. Wenn sie nicht schlecht geworfen wird. Ja, es ist offen. Okay. Ich
Dein Auto ist. Dein Auto lebt noch! Okay, muss ich es doch nicht reparieren. Schade. Soll ich fahren oder willst du fahren? Oh. Scheiße, das Auto. Ich fahr, okay. Schnell, vorwärts. Ach, komm. Rein. Ja, ich könnte. So. Hier geht doch ab. So. Oh, ganz schnell weg. Da ist ein gekommen. Ich schau mal nach oben. Jetzt kommen mehr Kleine, die hoffentlich nichts machen. Oh, das sind los. Oh. Cheat. Scheiß auf Verkehrsregeln. Wir müssen weg. Achtung! Oh. Ey, hoffentlich fällt keiner auf unser Auto. Das explodiert, ich sag's dir. Ich kann mir vorstellen, dann ist wirklich etwas vom Auto weg. Voll flach. Oh, da oben ist irgendwas. Wie fährst du denn? Oh. Sag mal, geht gar nicht. Das ist sehr gefährlich. Oh ja. Für das Auto hat schon einen weg, glaube ich. Krass. Sau bitte. Oh. Nö. Oh. Nein, nicht zurück. Ah, okay. Achtung, kommt noch einer. Oh. Vorwärts. Fahr was mal weiter, das war okay. Spawnt hier? Ja. Ach. Ja. Okay, also ich glaube, mein GTA hat sich gerade verabschiedet. Gut, dann Ende der Geschichte. Er ist gestorben. Und ich repariere kurz den Meteorit. Ja, dann haut rein, Leute. Ciao, ne? Tschüss, bis zum nächsten Rollenspiel. Ah, okay. Voll leckig. Junge, was soll denn das?